Hallo, mein Name ist Dominik Michel von SFC in Berlin. Wir machen Sicherheitsanlagen für Fahrzeuge und spezialisiert haben wir uns auf die Pandora-Alarmsysteme. Heute haben wir hier einen Mercedes GLA als AMG 45S, Baujahr 2024. Werdet ihr später noch an dem neuen Lenkrad erkennen. Facelift-Modell quasi gemopft. Schönes Auto, ich glaube schnelles Auto. Teure Felgen, originale AMG-Felgen. Das heißt, er hat nicht nur Interieur, sondern auch Exterieur-Paket bekommen von AMG. Wie gesagt, sehr schönes Auto. Und ja, an diesem System die Pandora Elite V2 ein wenig näher bringen. Wenn man bewusst ein wenig durch das Straßenbild geht oder fährt, sieht man ja leider Gottes immer wieder, dass Autos irgendwie auf Klötzen oder auf Wagenhebern oder auf Böcken abgestellt wurden und die Felgen gestohlen werden. Teilweise sogar mit Bremsanlage. Gerade in Berlin und Umgebung nimmt das in den letzten Tagen auch wieder extrem zu. Unser Kunde hier kommt speziell aus der Schweiz. Auch hier werden anscheinend Fahrzeuge geklaut, beziehungsweise man hat auch in der Schweiz Angst um sein Auto. Ja, und er hatte sich, wie gesagt, für die Elite V2 entschieden, in Verbindung mit einer Dashcam. Hier haben wir die Empire DC2 Pro genommen, kleines, unauffälliges System. Ihr kennt die Bildqualität vielleicht schon aus unserem großen Dashcam-Vergleich. Also auch hier gerne nochmal verlinkt an der Stelle. Und die Elite V2 ist natürlich super in der Lage, auch die Kamera einzuschalten. Also haben wir ein Alarmevent am Auto, nimmt die Kamera nach vorne und nach hinten auf. Oft haben uns Kunden hier schon das Konzept bestätigt, was wir uns hier mal ausgedacht oder erarbeitet haben, dass man wirklich sieht, wer klaut mir denn bei meinem Audi vorne meine Abstandsregelantenne oder wer ist mir denn ins parkende Auto reingefahren. Also auch hier gibt es permanent, wie gesagt, die Aufnahme. Die Pandora-Alarmanlagen selbst haben ja immer eine Handy-App mit bei. Unterschiedlich, je nachdem, welche Alarmanlage ich jetzt habe, haben wir natürlich auch eine Verbindung über LTE. Die Elite hat es natürlich auch mit enthalten. Und hier sehe ich natürlich entsprechend den Status von meinem Auto. Und wenn ich jetzt mein Auto verriegle, überträgt die Alarmanlage das ins Portal und sagt, mein Auto ist abgeschlossen. Wenn ich mein Auto öffne, gibt es zwei kurze Pieptöne über die Motorraumsirene. Und die Handy-App sagt hier oben auch gleich, Fahrzeug ist geöffnet bzw. die Alarmanlage ist deaktiviert. Das Ganze kann man natürlich auch über die Alarmanlage als solche steuern, besagt über die App. Das heißt also, ich kann hier lange raufdrücken und kann mein Auto somit verriegeln. Es ist natürlich eine lustige Spielerei. Man muss immer ein bisschen drauf achten, habe ich ein Auto noch, was eine Werksgarantie von an der Stelle Mercedes hat, dann sollte man sich vielleicht nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen und vielleicht nicht unbedingt per App das Auto auf und zu machen. Schlussendlich ist es jedem von euch selbst überlassen. Wir können immer nur Empfehlungen aussprechen, aber haben ja auch hier an der Stelle eine gewisse Sorgfaltspflicht euch gegenüber. Wenn ich auch wissen möchte, wo sich mein Auto rumtreibt oder wo sich mein Auto befindet, haben wir entsprechend hier unten die GPS-Ortung mit bei. Auch die können wir nochmal größer ploppen und auch nochmal direkt reinzoomen. Und dann sehen wir entsprechend, dass das Auto wirklich unmittelbar bei uns hier in der Halle steht. In der Handy-App wird natürlich alles getrackt. Habe ich mein Auto geöffnet? Habe ich mein Auto geschlossen? Wo ist mein Auto lang gefahren? Wie hoch war die Spitzengeschwindigkeit während dieses Eintracks? All das wird mitgelockt. Ist natürlich auch schön, wenn es jetzt mal ein Alarm-Event gibt, dass man wirklich im Klartext sieht, Alarm, Türe offen. Hinten ran gibt es noch den Anruf, dass ich nachts um 3 auch wach werde. Auto steht ja vielleicht mal ein paar Meter von mir entfernt, sodass ich die Sirene womöglich gar nicht hören kann. Also auch hier gibt es volle Kontrolle über die App bzw. mit einer SMS und dem Anruf hinten dran, dass ich halt wirklich immer davon Kenntnis habe. Die Alarmanlagen von Pandora zeichnen sich ja alle schlussendlich durch diese kleinen Bluetooth-Transponder aus. Hier ist es so, dass wenn ich den Öffnungsbefehl gebe über meinen originalen Autoschlüssel oder über das Keyless-System, prüft die Alarmanlage, ob denn dieser Transponder zugegen ist oder nicht. Und wie gut das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Im Rahmen der alltäglichen Bedienung habe ich meinen originalen Autoschlüssel. Hier gebe ich den Befehl Auto zu, Alarmanlage scharf geschaltet. Ich kriege ein Chirpen über die Motorraumsirene. Wenn ich jetzt öffne, ich habe meinen Transponder bei, erlaubt mir die Alarmanlage den Zutritt zum Auto und deaktiviert, sodass ich wirklich keine Beeinträchtigung während der normalen Benutzung habe. Wenn ich aber mein Auto abschließe und wir jetzt mal diesen Bluetooth-Transponder außerhalb der Reichweite bringen, wenn der Dieb also jetzt mit einem sogenannten Reichweitenverlängerer kommt, heißt er kopiert ja meinen Schlüssel, weil ich im Restaurant sitze oder der Schlüssel an der Wohnungseingangstür einfach am Schlüsselbrett hängt, geht ja der Dieb quasi über das Keyless-System rein. Das heißt, er macht am Türgriff Auto auf. Und wenn ich jetzt
die Türöffner haben wir natürlich den Alarm. Und selbst wenn der Dieb einen dritten Schlüssel hätte, kann der hier so oft draufdrücken, wie er will, da passiert gar nichts. Und bin ich mit meinem Transponder wieder in Reichweite zum Auto, habe ich auch wieder die Befugnis, die Alarmanlage zu deaktivieren, beziehungsweise auch einen laufenden Alarm zu unterbrechen und zu beenden. Wie ihr ja gerade bei dieser Demonstration gesehen habt, haben wir hier ein wenig schneiden müssen. Weil klar, ich muss natürlich jetzt den Transponder ja außerhalb der Reichweite bringen. Das heißt, ich bringe ihn einfach in den Nebenraum, dass wir einfach so aus dieser Bluetooth-Reichweite rauskommen. Dann muss ich den Transponder ja wiederholen, damit ich die Berechtigung habe, den Alarm wieder zu quittieren. Also seht uns bitte nach, dass das hier entsprechend natürlich auch geschnitten wird. Ich kann es leider nicht ändern, weil ich nicht zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Orten sein kann. Neben dieser Keyless-Überwachung hat natürlich die Alarmanlage noch mehr Sensorik mit bei. Angefangen von einem Schocksensor, also Vibration auf der Karosse. Neigungssensor, wird also auch hier wirklich das Auto angekippt mit dem Wagenheber oder entsprechend Klötze runtergestellt, damit man die Felge abbauen kann. Auch hier gibt es einen Alarm über diesen Neigungssensor. Dann haben wir einen Abschleppsensor, das heißt also, wenn das Auto wirklich über einen Kran angehoben wird, seitwärts, vorwärts, rückwärts, links, rechts, auch hier wird ein Alarm generiert. Ich habe ja auch die These, dass wenn mir jemand gegen das parkende Auto gefahren ist, einfach nur gegen die Stoßstangen gebollert ist, dass hier eher der Bewegungssensor kommt als der Schocksensor, weil dieser Stoßfänger hinten oder auch vorne gibt ja ganz leicht nach. Das heißt, wir haben hier nicht wirklich dolle Vibration. Aber am Tagesende wird ja das Auto durchaus um ein paar Zentimeter nach vorne geschoben und da reagiert die Alarmanlage auch schon sofort. Wir erweitern unsere Systeme immer über einen Glasbruchsensor noch. Das heißt, es ist ein Akustikmikrofon, welches in den Innenraum reinhorcht. Und wenn jetzt als Beispiel nur eine Seitenscheibe eingeschlagen wird, weil der Dieb womöglich mein AMG-Lenkrad klauen möchte, auch hier gibt es natürlich sofort einen Alarm. Wie schon erwähnt, das Ganze gibt es per Push-Nachricht, per SMS und per Anruf hinterher. Dann haben wir bei der Elite ja immer noch diesen großen LoRa-Pager mit bei, der nochmal eine Funkreichweite von bis zu 2000 Meter zum Auto hat. Oben an der Frontscheibe haben wir diese LoRa-Antenne dazu, die natürlich mit diesem freundlichen Pandora-Logo vor sich hin blinkt, sodass hier der Dieb auch jederzeit sieht, dass ein High-End-Alarmsystem im Auto verbaut ist. Und wenn er sich jetzt trotzdem am Auto zu schaffen macht, natürlich Gefahr läuft, entdeckt zu werden. Jede gut eingebaute Alarmanlage zeichnet sich natürlich auch durch eine separate Wegfahrsperre aus. Soll heißen, wir können sicherstellen, dass solange eure Alarmanlage geschärft ist, der Dieb, selbst wenn er einen dritten Schlüssel zum Auto hätte, nicht wegfahren kann. Das ist immer ganz wichtig. Bitte, auch wenn ihr hier vielleicht über einen Mitbewerber von uns einbauen lasst oder einen Einbaupartner, entsprechend wirklich immer bitte mit ansagen, dass ihr diese Wegfahrsperrenfunktionalität haben wollt. Auch im Rahmen vom Leasing ist das alles kein Thema. Zum einen gibt es die Möglichkeit, wenn ihr euch mit eurem Verkäufer gut versteht, dass ihr diese Alarmanlage gleich von Anfang an mit in die Leasingrate reinnehmt. Hier ist aber bitte darauf zu achten, dass es natürlich nach 3 Jahren Leasinglaufzeit es kein Restwert mehr der Alarmanlage gibt. Das heißt, ihr würdet die Alarmanlage über die 3 Jahre komplett durchfinanzieren und danach gehört sie natürlich euch. Jederzeit können wir auch die Alarmanlage ausbauen. Also auch hier wieder gerade für die Leasingnehmer, also für euch Kunden interessant. Solch ein Auto wird ja mit Sicherheit auch oft geleast. Und auch da ist es natürlich möglich, dass wir jederzeit rückstandsfrei die Alarmanlage wieder ausbauen können, ins nächste Auto mit einbauen können. Auch nach kürzester Zeit ist das alles möglich. Es ist natürlich immer die Frage, lohnt es sich für 2 Monate eine Alarmanlage ins Auto einzubauen, wenn ich gleich weiß, ich gebe den sowieso ab und kaufe mir in naher Zukunft ein neues Auto. Also auch hier gerne mit uns Rücksprache halten. Wenn ihr anderweitige Fragen habt, was die Fahrzeugsicherheit betrifft, dürft ihr euch sehr gerne an uns melden. Euch bei uns melden, damit wir das passende Sicherheitssystem für euch mal besprechen können, das ein bisschen individualisieren können. Jeder hat andere Sicherheitsbedürfnisse, jeder hat andere Ansprüche an der Alarmanlage. Dem einen reicht mit einer Pandora Primo, die wirklich nur Rabatz am Auto macht. Der andere möchte so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau haben, die Smart Pro V3.1, wie sie heutzutage heißt. Mein persönliches Lieblingssystem, weil es hat alles, es kann alles, wir können sie zu jeglichem erweitern. Auch mit dieser Akku-Bluetooth-Funksirene, die ja bei einer Elite schon im Lieferumfang mit drin ist, auch die kann man natürlich an eine Smart Pro anbinden. Kommt gerne auf uns zu, sprecht uns an, kommt vorbei, schreibt uns an, ruft an, wenn ihr Fragen habt. Wir haben da, sofern wir Zeit haben, jederzeit gerne ein offenes Ohr für euch. Insofern bleibt gesund, genießt das schöne Wetter draußen
Und ich würde sagen, bis bald in Berlin, euer Dominik. Tschüss.